Hallo, ich bin Bodo Schäfer. Lassen Sie uns heute an Nikolaus über die Disziplin der Dankbarkeit sprechen. Ich habe das bis jetzt erst einmal gemacht und damals habe ich so viel Feedback bekommen, weil es so einen großen Eindruck auf unser Leben, auf unser Geschäft und auch einen Einfluss auf die ganze Welt hat. Und das ist nicht übertrieben. Also was ist diese Disziplin der Dankbarkeit? Dankbarkeit ist für mich ein Hauptwert. Und es ist auch ein Hauptwert in unserer Firma. Wenn wir uns zusammensetzen, dann sprechen wir darüber, was uns gut gelungen ist. Wir haben das gerade heute Morgen gemacht, wofür wir dankbar sein können. Und das ist eine unheimlich schöne Stimmung im Raum, wenn jeder so sagt, wofür er dankbar ist. Das kann etwas Persönliches sein, etwas Geschäftliches. Und das ist nur ein Beispiel für eine Disziplin der Dankbarkeit, also eine Routine, ein positives Ritual. Ganz gleich, was wir tun, wie es uns geht, es gibt immer Dinge, für die wir dankbar sein können. Dass wir gehen können, dass wir atmen können, dass wir essen, dass wir sehen und hören können oder ganz einfach, dass wir leben. Die Disziplin der Dankbarkeit ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir bringen Dankbarkeit als festen Bestandteil in unser Leben und dafür schaffen wir Routinen. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir das tun können. Ich mache das so. Nachts, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich in den Spiegel und dann sage ich mir einfach drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und morgens, als allererstes, wenn ich aufstehe, dann schreibe ich eine Liste von Dingen, für die ich dankbar bin. Das ist ein bisschen so wie Sport und alles andere. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber dann wird es immer selbstverständlicher. Und wir werden immer sicherer darin. Und über die Monate und Jahre macht es einen unglaublichen Unterschied in unserem Leben aus. Ich nenne es gerne einen Rahmen, durch den wir alles betrachten. Und wenn wir durch diesen Rahmen sehen, dann verändert sich alles, buchstäblich alles. Wir haben heute Nikolaus. Das ist einer der schönsten Tage im Jahr. Und ich sage Ihnen auch warum. Es geht darum zu geben, etwas zu schenken. Und bevor wir etwas geben können, machen wir uns bewusst, wie reich wir sind, wie gut es uns geht, wie dankbar wir sein können. Wir können sagen, das Erste, was wir geben, ist Dankbarkeit. Und ich glaube, wir können gar nicht dankbar sein, ohne auch anderen Menschen eine Freude machen zu wollen. Wenn dieses kurze Video zu Ende ist, dann schreiben Sie doch bitte 5 Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Oder schreiben Sie 10 Dinge auf. Und hier ist mein Vorschlag. Für die nächsten 30 Tage schreiben Sie morgens diese 3 Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Nur 3. Aber jeden Tag. Und Sie werden sehen, innerhalb von 30 Tagen leben Sie ein ganz anderes Leben. Ich garantiere es, wenn Sie diese Übung jeden Tag machen. Wissen Sie was? Wenn Sie dankbar sind, können Sie gleichzeitig keine Angst haben. Es ist unmöglich, zur selben Zeit dankbar und ängstlich zu sein. Wenn Sie die Übung machen, haben Sie immer weniger Angst. Das habe ich vor Jahren von Sir John Templeton gelernt. Mit dem hatte ich das Vorrecht, essen zu gehen. Ich war Anfang 30 und ich habe ihn gefragt, was so ganz wichtig ist im Leben. Er war damals der bekannteste und erfolgreichste Geldmanager der Welt, mehrfacher Milliardär. Wir sitzen also beim Essen. Ich frage ihn, Sir John, was ist die ideale Übung, damit ich besser werden kann, auch ein guter Mensch werden kann? Und hat er gelächelt, hat genau verstanden, was ich wissen wollte. Und er sagt, mach diese Übung jeden Tag. Diese Übung, dass du dir 3 Dinge sagst, für die du dankbar bist. Nur 3, jeden Tag. Oder schreib es auf. Und du wirst sehen als Nebeneffekt, dass auch die Angst aus deinem Leben immer kleiner wird, bis sie schließlich mehr und mehr verschwindet. Gut, ganz ist sie nie weg, aber sie kann wirklich kleiner werden. Das ist eine sagenhafte Übung und wir werden sehen, wie bei jeder Übung, dass wir darin nicht perfekt sind. Seien wir einfach gnädig mit uns und machen wir weiter. Nehmen Sie sich einfach vor, es jeden Tag zu machen und dann werden Sie sehen, nach einiger Zeit haben Sie ein immer größeres Glücksgefühl. Sie fühlen sich reicher. Das ist wirklich fantastisch. Es gibt Tage, an denen ich es mal vergesse, aber dann machen wir am nächsten Tag einfach weiter. Warum? Weil es so wertvoll ist.
einige kurze Beispiele, wofür ich gerade so dankbar bin. Wir haben vor kurzem unser neues DVD-Set angeboten, Sogmarketing. Und ich bin einfach im Moment tief dankbar für die vielen, vielen Menschen, die es bestellt haben. Das ist ein herrliches Gefühl. Und diese Menschen arbeiten damit. Sie geben mir Feedback. Sie können die Qualität ihrer Werbung, ihres Marketings dramatisch verbessern. Und ich bin dankbar für das, was diese Menschen mir schreiben, weil ich so mitbekomme, was mit diesem Material passiert, wie es buchstäblich das Leben dieser Menschen verändert. Ein anderes Beispiel. Wir haben diesen 7-Jahres-Kurs, Ihre erste Million in 7 Jahren. Und die Menschen, die daran teilnehmen, werden natürlich wohlhabender. Aber vor allen Dingen lernen sie noch ganz andere Dinge. Dinge, die ihr Leben verbessern. Dinge, die ihnen mehr Lebensqualität geben. Zum Beispiel mehr Dankbarkeit. Und von diesen Menschen bekomme ich Feedback. Sie schreiben mir Mails, Briefe, rufen mich an. Und ich bin so dankbar für das, was sie mir schreiben. Denn ich weiß, ich tue wirklich etwas Sinnvolles. Ich habe vom Leben so viel bekommen und ich darf zurückgeben. Ich höre von diesen Menschen, wie sie ihr Leben verändern und wie sie wiederum andere beeinflussen und diese wiederum reicher, glücklicher und dankbarer werden. Das sind Tausende. Und ich muss mich manchmal einfach kneifen, dass ich mithelfen kann, so etwas zu bewirken. Es ist einfach so spannend und so beglückend. Ich habe das, was meine Leidenschaft ist, zu meinem Beruf machen können. Und ich bin darin ganz gut geworden. Ich habe vor allen Dingen viel Spaß dabei. Ich bewirke etwas. Es ist ein absolutes Vorrecht, so leben zu dürfen, und das macht mich tief dankbar. In ein paar Wochen ist Weihnachten. Meine Frau und ich fahren nach Florida, das machen wir immer um die Zeit. Wir verbringen da den Winter. Meine Kinder kommen uns besuchen. Ich freue mich darauf, mit ihnen Qualitätszeit verbringen zu können. Und auch dafür bin ich dankbar. Im Moment geht es uns allen gut, wir sind gesund. Da fühle ich sehr viel Dankbarkeit. Und ich bin dankbar, dass es Sie gibt, dass Sie jetzt dieses Video schauen. Vielleicht bekomme ich von Ihnen ein Feedback. Ich würde mich darüber freuen. Vielleicht lerne ich Sie einmal kennen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, einen kleinen oder einen größeren Anstoß geben für Ihr Leben. Ich freue mich einfach, dass es Sie gibt. Und hier ist meine Bitte. Schreiben Sie doch einen kurzen Kommentar. Vielleicht schreiben Sie einfach 3 Dinge auf, für die Sie dankbar sind. So ermutigen Sie andere. Stellen Sie sich vor, wenn dann jemand auf diese Facebook-Seite kommt und all das liest, wofür wir alle dankbar sind. Also gehen Sie doch bitte auf meine Website bodoschäfer.de oder auf die Facebook-Seite Bodo Schäfer und schreiben Sie Ihren Kommentar. Sagen Sie, wofür Sie dankbar sind. Und dann tun Sie genau das bitte, was wir eben besprochen haben. Schreiben Sie 30 Tage lang auf, wofür Sie dankbar sind. Das ist ganz einfach. 3 Dinge jeden Tag. 3 Dinge aufschreiben. Es kostet Sie ganz wenig Zeit, weniger als eine einzige Minute. Und doch wird es so viel verändern. Natürlich können Sie sich es auch leicht machen und die Übung so im Kopf machen. Aber ich habe für mich erfahren, dass es sehr viel stärker wirkt, wenn wir es wirklich aufschreiben. Ich habe sogar mein Dankbarkeitsjournal entwickelt, in das ich hineinschreibe. Also, nehmen Sie doch bitte heute an Nikolaus diese Herausforderung an. Notieren Sie täglich 3 Dinge, für die Sie dankbar sind. Und vielleicht gibt es jemanden, der dieses Video auch sehen sollte. Teilen Sie es einfach mit diesem Menschen. Es sind oft die ganz kleinen Dinge, die unser Leben komplett verändern können. Beginnen Sie jetzt mit Ihrer Dankbarkeitsübung. Jetzt. Und schreiben Sie bitte einen Kommentar.